Spaß ohne Abgas. Ja, hallo zusammen. Nice to see you. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wieder da seid. Heute gibt's mal ein Thema, nämlich das Thema, das neue Update ist da. Ihr wisst, ich berichte jetzt nicht unbedingt über jedes Update, was Tesla herausbringt, sondern nur über die, die ich für spannend und irgendwie relevant halte. Oftmals sind es ja nur kleine Leistungsverbesserungen. Aber diesmal ist es etwas, da freue ich mich wirklich drüber, weil man merkt, dass Tesla einfach zuhört. Ihr könnt euch erinnern, es kam ja vor gar nicht allzu langer Zeit das große Weihnachtsupdate heraus. Und das hat ja so ein bisschen polarisiert. Manche fanden es gut, manche fanden es weniger gut. Ja, aber ich glaube, die allerwenigsten waren so richtig rundrum begeistert und haben gesagt, das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Und somit kam ziemlich viel Gegenwind auf Tesla zu. Viele haben ihre Meinung mitgeteilt und haben gesagt, Mensch, ich finde es doof, dass diverse Schaltflächen verschwunden sind. Ich finde es doof, dass diverse Dinge einfach nicht mehr so sind, wie sie vorher waren. Jetzt gibt es aber die Möglichkeit, manche Dinge wieder so einzurichten, dass man sie sofort erreicht, dass man keine Sprachbefehle benutzen muss, wenn man es nicht mag, sondern dass man mehr Tasten ins Display konfigurieren kann, als das bis dato möglich war. Und das schauen wir uns mal gemeinsam an und ich zeige euch, wie das funktioniert. Ja, und das Video, das ich damals über das Weihnachtsupdate gedreht habe, das verlinke ich euch am besten nochmal hier oben. Da könnt ihr nochmal nachschauen, was sich denn da konkret geändert hat, weil diejenigen, die noch auf ihren Tesla warten und oder diejenigen, die sagen, Mensch, ich weiß gar nicht mehr genau, es kamen ja schon so diverse Updates in der letzten Zeit wieder, was da jetzt wirklich großartig verändert wurde, das könnt ihr euch da am einfachsten nochmal anschauen. Aber jetzt gucken wir uns gemeinsam an, welche Verbesserungen denn das neue Update bringt. Und vielen Dank Tesla. Ich habe keine Ahnung, ob ihr auf mein Video gehört habt, aber ihr habt auf jeden Fall auf eure Fahrer gehört, auf eure Anwender. Denn da haben ganz viele gesagt, Mensch, ich wünsche es mir in anderer Form ein bisschen mehr. Und das habt ihr tatsächlich zum Teil zumindest zurückgebracht. Mir ist auch bewusst, dass man keine Bedienoberfläche schaffen kann, die wirklich jedem gefällt. Das geht natürlich nicht. Dafür gibt es zu viel unterschiedliche Charaktere und zu viel unterschiedliche Geschmäcker und Wünsche, wie etwas designt sein muss. Schauen wir, was dieses Update mit sich gebracht hat. So, zusätzliche individuelle Anpassung der unteren Leiste. Jetzt möchte ich natürlich ganz gerne die neuen Symbole, die jetzt verfügbar sind, da unten hineinziehen, wie zum Beispiel Sitzheizung und dergleichen. Ich finde es total super, dass man das jetzt direkt mit dem Finger anwählen kann, weil ganz viele Menschen wohl offensichtlich die Sprachsteuerung nicht so gerne nutzen. Ja, ich finde das allerdings ganz super. Denn, was ich nicht so ganz verstehe, Tesla, vielleicht könnt ihr mir das erklären oder vielleicht ist das auch ein Thema, wenn ihr zuhört, was könnte man noch verbessern? Was mich stört, ist, wenn man hier beispielsweise in die Klimaanlageneinstellung hineingeht, dann funktioniert die automatische Sitzheizung ja nur, wenn man hier die Klimaanlage auf Automatik stellt. So, und ihr seht, was passiert. Die Lüftung geht sofort auf 3 hoch, oftmals auch auf 4. Es wird lauter im Auto. Und ich möchte das gerne runterregeln. Ich möchte es eben gerne auf 1 haben. Sobald ich das mache, ist hier die Automatik aus und natürlich auch die Automatik für die Sitzheizung. Ich habe da echt ein Verständnisproblem. Warum kann man das nicht voneinander entkoppeln? Warum kann man denn nicht die Sitzheizung trotzdem automatisch justieren, obgleich man die Klimaanlagensteuerung eben manuell eingestellt hat und die Gebläsesteuerung. Das verstehe ich nicht. Aber ich freue mich, dass zumindest man die Sitzheizung-Symbole jetzt wieder unten in die Leiste packen kann. Neben Entfrosten, Scheibenwischer und Front- und Heckscheibe. Ja, ich weiß, jetzt ist Frühjahr und jetzt muss man wahrscheinlich eher weniger entfrosten. Obwohl einige kalte Nächte gibt es mit Sicherheit noch bei dem einen oder anderen, der sich darüber freut, dass er das Ganze jetzt in die Bedienleiste packen kann. So, wo stellt man das jetzt ein? Jetzt steht ja hier, drücken Sie lange auf ein beliebiges App-Symbol zum Aufrufen des Bearbeitungsmodus und packen sich nachher das gewünschte Steuerelement und schubsen es in die untere Leiste. Jo. Klingt, als könnte ich das. Drücke ich drauf. Aha, und siehe da, jetzt tauchen hier oben die Symbole auf, die man nun verschieben kann. Ich möchte gerne meine Sitzheizung haben. Und die schiebt es automatisch, wie ihr seht, für den linken und rechten Fahrersitz in Position. Scheibenwischer, brauche ich das da unten? Jo, kann man mal hinschieben. Obwohl ich den eigentlich immer per Sprachbedienung steuere.
und mir das völlig reicht. Und ihr seht, ihr könnt jetzt 5 Apps hier unten reinpacken. Vorher waren nur 4 möglich. 6 gehen aber nicht. Sobald ich ein 6. dazu packe, seht ihr, verschwindet eins. Das Spotify ist dann weg. Das möchte ich aber weiter haben. Also brauche ich das Entfrosten der Frontscheibe und der Heckscheibe hier nicht. Drück aufs Kreuzchen. Und schon habe ich meine Fahrer- und Beifahrersitzheizung auf der Bedienleiste unten wieder. Und jetzt gucken wir auch mal, ob das funktioniert, wenn man drauf drückt. Oha! Schon geht der Rektalgrill an. Das ist doch prima. Also kann man sich den Popo wieder manuell heizen, muss nicht die Sprachbedienung nutzen, wenn man es nicht mag, und muss sich auch nicht ärgern, dass der Automatikmodus, doch, da kann man sich trotzdem drüber ärgern, weil ein Automatikmodus einfach eine feine Sache ist und ich mich freuen würde, wenn der trotzdem noch funktionieren würde, selbst wenn man sagt, ich möchte meine Lüftungsgeschwindigkeit manuell einstellen, also meine Lüftergeschwindigkeit. Sei es drum. Disney Plus, wo finden wir das denn? Disney Plus finden wir jetzt im Kinomodus. Gehen wir nochmal aufs Kino. Blups. Und ihr seht, da ist es nun. Disney Plus. Neben Netflix, YouTube, Twitch und den legendären Tesla-Tutorials, mit denen man sich so manchen verregneten Abend versüßen kann, findet man nun auch Disney Plus, aber da braucht man natürlich einen eigenen Account dazu. Das ist nicht wie bei YouTube, wo man einen Tesla-Account nutzen kann, um YouTube zu schauen. Bei Disney Plus, genau wie bei Netflix, braucht ihr euren eigenen Account. Wenn man das Ganze startet, sieht das wie folgt aus. Schwupp. Spiegelt gerade ein bisschen, weil die Sonne von hinten kommt. Ich halte euch mal hier hoch, hoffentlich wird es euch nicht schlecht dabei beim Zugucken. Und da haben wir Disney Plus. Und ihr seht, ich habe kein Disney Plus Abo, könnte jetzt aber mutig eins abschließen. Für 8,90 € im Monat oder 89,90 € im Jahr, wobei ich mich dann über 15 gesparte Prozent total freuen kann. Aber da ich gar nicht so viel Zeit zum Gucken habe, wie Tesla das hier anbietet und mir Netflix völlig reicht, lehne ich zunächst mal die Cookies ab. Freue mich, dass dann hier oben das Kreuz am Display auftaucht. Und ich das Ganze wieder ausschalten kann. So, dann die Kindersicherung. Die Kindersicherung kann man nun wie folgt einstellen. Schauen wir uns das mal gemeinsam an. Man kann das für die einzelne Vortür aktivieren, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Oder für links, rechts, alle. Tippen Sie auf Fahrzeug, Kindersicherung. Fahrzeug. Ja, wird wohl unter Verriegelung sein. Genau, und da hat man dann die Kindersicherung aus beide Türen aktiviert, linke oder rechte Tür aktiviert. Also, unter Verriegelung findet man es, nicht unter Fahrzeug-Kindersicherung. Ein kleiner Fehler, ihr müsst auf Fahrzeug gehen und dann Verriegelungen. So, zusätzliche mobile App-Steuerelemente. Da muss ich selber mal schauen, ob ich die mobile App schon habe, die dafür erforderlich ist. Das muss nämlich die App mit der Versionsnummer 4.7.0 sein. Und da ich ja gerade mit meinem Handy filme, kann ich schlecht gucken. Also wenn jetzt gleich ein Video kommt, also ein Screenshot, den ich vom Handy gemacht habe, dann kann ich euch diese Funktionen der App noch erklären. Wenn nichts kommt, habe ich diese Version noch nicht gehabt und auch nicht angeboten bekommen, dann müsst ihr es euch halt denken, dass es diese Möglichkeiten jetzt gibt. Ihr seid ja kreativ. Schaut mal, was jetzt passiert. Ja, hier kommt ein Video, also habe ich doch tatsächlich die neue App schon auf dem Handy und kann euch die zusätzlichen mobilen App-Steuerelemente gerne mal zeigen. Also ihr öffnet ganz einfach die Tesla-App und findet diese zusätzlichen Elemente, wenn ihr auf Klimaanlage tippt, also auf Klima, und dann den Schieber nach oben schiebt, dann seht ihr, ihr könnt den Camp-Modus und den Hundemodus nun von unterwegs ein- und ausschalten. Das war vorher nicht möglich über die App und das ist jetzt aufgenommen worden. Das ist eine ziemlich super Sache. Und ich sehe gerade, das ist schon wieder ein Software-Update verfügbar. Jetzt geht es aber Knall auf Fall bei Tesla. Jetzt muss ich doch mal schauen, was es da Neues gibt. Das erzähle ich euch dann, wenn es spannend ist, demnächst. Dann können wir uns die neue Sprachunterstützung angucken. Die findet man jetzt ganz einfach unter Display Touchscreen Sprache. Also Fahrzeug Display Touchscreen Sprache, Fahrzeug Display Touchscreen Sprache. Entschuldigung fürs Husten.
Und wenn man ziemlich nach unten scrollt, ist nun die türkische Sprache verfügbar. Das ist auch bei der Spracherkennung so. Auch da, wenn man gerne türkisch mit dem Tesla spricht, kommt ihm das nicht mehr spanisch vor. Ist ja auch türkisch. Das versteht er jetzt und macht brav mit, so hoffe ich. Da ich türkisch eher schlecht bis gar nicht kann, außer Merhaba und Günaydın, kann ich, glaube ich, nichts weiter. Zumindest nichts, was man hier hören will. Und aus diesem Grunde, wenn ihr türkische Zuschauer mein Video seht, schreibt gerne mal unten drunter, ob es gut funktioniert, ob ihr gut mit eurer Muttersprache klarkommt, weil das kann ich leider nicht bewerten. Aber das ist bestimmt für eure Landsleute spannend, die das einstellen möchten oder sich Gedanken machen, einen Tesla zu kaufen. Also schreibt es gerne unten drunter, freue ich mich total. Ja, und dann denkt bitte dran, dass am 30.07.2022 in Ilsede bei Hannover in der dort ansässigen Gebläsehalle das wahrscheinlich größte Elektromobilitätstreffen dieser Welt stattfindet. Und ihr, wenn ihr noch nicht dabei seid, dann solltet ihr schleunigst Tickets kaufen. Ich verlinke euch mal mein dazugedrehtes Video hier oben. Da könnt ihr unter dem Video alles über diese Veranstaltung nachlesen und schauen vor allen Dingen, wo ihr Tickets bekommt. Die gehen nämlich weg wie geschnitten Brot und warme Semmeln. Und wenn ihr dorthin kommen wollt, euch für Elektromobilität interessiert, euch interessiert, euch ein Elektroauto zu kaufen und vielleicht mal mit Menschen zu sprechen, die das schon längst getan haben und euch sozusagen aus dem Nähkästchen berichten können, ob das schon alltagstauglich ist oder ob man mehr schieben muss und was sonst so für grässliche Probleme auftreten. Also, oder ob man einfach happy ist und sich sagt, Mann, bin ich froh, dass ich nicht mehr an die Tankstelle muss und jeden Tag teuer Diesel oder Benzin tanken muss. All diese Informationen und noch viel mehr könnt ihr dort bekommen. Also schaut euch gerne das Video an. Ich freue mich total, auch wenn ihr einen Kommentar da lasst. So, das war's auch schon mit diesem Video. Falls ihr noch nicht unseren Kanal abonniert habt und falls ihr neu auf diesem Kanal seid und euch wundert, warum spricht der manchmal in der dritten Person? Ist der vielleicht Indianer? Hat der einen Knall? Nee, das ist ganz einfach so. Ich betreibe den Kanal ja nicht alleine, sondern mit meiner Partnerin, der Katrin, zusammen. Und die ist je nach Zeit mal dabei und mal nicht. Ihr seht sie gerade nicht, also hat sie gerade keine Zeit gehabt und darum drehe ich das Video alleine. Aber ich spreche gerne in der Mehrzahl, weil wir einfach zu zweit sind. Und daher kommt es. Ansonsten bin ich völlig normal und habe keinen Knall. Oder auch nicht mehr als andere Leute. Also, falls ihr es noch nicht getan habt, freuen wir uns total, wenn ihr ein Abonnement da lasst. Was ein Scheißwort. Wenn ihr ein Abo da lasst und wenn ihr auch noch auf die Glocke drückt, denn dann bekommt ihr sofort eine Information, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und wir tun das in schöner Regelmäßigkeit. Danke fürs Einschalten. Bleibt noch kurz dran. Da gibt es noch ein paar Tipps für weitere Videos, die ihr gucken könntet. Und ansonsten habt einen schönen Tag. Bleibt uns gewogen und bis bald. Schaut euch gerne noch andere Videos von uns an. Hier haben wir mal zwei interessante verlinkt. Viel Spaß beim Anschauen.